Nach knapp 25 Jahren als Frontmann der deutschen Technoband Scooter hat H.P. Bike Center noch nicht alle Texte seiner Songs in- und auswendig parat. Mehr zum Thema: Das ist schon ungewöhnlich. H.P. Bike Center über Jury aus bei DSDS. Sie ist 26 Jahre jünger. H.P. Bike Center spricht über seine neue Liebe Lysan Liebes aus bei Scooter. H.P. Bike Center, 52, hat sich von Lisa, 20, getrennt. Ich habe schon Probleme, mir meine Texte zu merken, sagte H.P. Bike Center scherzend, nachdem die Klassikpianistin Olga Schepes 5 Scooter-Songs am Klavier gespielt hatte, frei und ohne Notenblatt. Das ist ja Wahnsinn, wie kann man sich das alles merken, fragte der Scooter-Frontmann die in Köln lebende Pianistin. 11 Scooter-Songs am Klavier eingespielt. Schepes hat für das in dieser Woche erscheinende Album 100% Scooter Piano Online bei Olga Schepes 11 Songs der norddeutschen Band am Klavier eingespielt.